David, dein Wahlkuvert liegt schon seit einer Ewigkeit in der Wohnung herum. Jetzt bist du 18. Jetzt kannst du das erste Mal wählen. Stimmt, große Schwester. Aber schau, dieses dicke Kuvert. So viel Papier. Und sicher ist das Wählen kompliziert. Hey, das ist überhaupt nicht kompliziert. Ich zeig dir, wie es geht. Das ist dein Wahlmaterial. Hier sind die Wahlzettel. Oben stehen die Listennummer und der Name der Liste. Aha. Hier siehst du Kandidatennummer, Vorname, Name, Wohnort. Und jetzt? Wie wähle ich konkret? Wenn du zum Beispiel diese Liste unverändert wählen willst, ist die Sache einfach. Du steckst sie in das Wahlkuvert, unterschreibst den Stimmrechtsausweis, dann kommt alles ins größere Kuvert und fertig. So einfach geht das? Ja, aber welche Partei soll ich denn wählen? Das musst du schon selbst herausfinden. Informiere dich. Radio, TV, Zeitungen, Internet, sie alle bringen viele Informationen zu den Wahlen. Diese Personen möchte ich eigentlich wählen. Aber könnte ich eine Person aus einer anderen Liste dazu nehmen? Ja, aber mein Zettel ist schon voll, es gibt keinen Platz mehr. Streiche einfach einen Namen durch. Streichen? Das geht. Ja, okay. Mach ich. Und jetzt schreibst du die Person von der anderen Liste mit Nummer, Vorname, Name und Wohnort hin. Kann ich noch mehr abändern? Könnte ich zum Beispiel diese Person doppelt hinschreiben? Das würde doch ihre Wahlchancen erhöhen, oder? Stimmt. So kannst du sie stärker unterstützen. Wenn es auf der Liste keinen Platz mehr hat, musst du wieder eine Person streichen. Über den gestrichenen Namen schreibst du deine Favoritin hin. Aber der gleiche Name darf höchstens zweimal auf einer Liste stehen. Wow, spannend, wie viele Möglichkeiten ich habe. Du kannst hier sogar dein eigenes Wahlmenü zusammenstellen. Und wie geht das? Bei den Wahlunterlagen gibt es einen leeren Wahlzettel. Damit hast du verschiedene Möglichkeiten. Beachte aber immer, du darfst nur so viele Namen hinschreiben, wie dem Kanton Sitze zustehen. In der Wahlanleitung findest du dazu eine Grafik. Nun kannst du Personen von verschiedenen Listen wählen. Du kannst Personen doppelt nennen und du kannst auch Linien bewusst leer lassen. Aber bei leeren Linien verliere ich doch meine Stimmen. Nicht, wenn du oben auf dem Zettel einen Listennamen hinschreibst. Dann werden die leeren Linien dieser zugerechnet. So, mein Wahlzettel steht. Jetzt fühle ich mich schon fast als Wahlchampion. Immerhin, ich habe begriffen, wie es geht. Und ich habe gewählt. Gut, mein Brüderchen. Und jetzt ab zum Briefkasten oder an die Urne mit deinem Wahlkuvert.